Hier konnte man auch nichts machen, ne? Auch nicht mit dem Mikroskop oder so. Nee. Zack. Das Mammut kann ich auch noch nicht wieder nehmen. Kann ich ihm dieses Pulver zeigen? Nein. Den Haken auch nicht. Reagenzglas auch nicht. Ansprechen. Was möchten Sie denn wissen, liebes Kind? Fragen ihn mal nach dem Mein Vogel. Zug hielt in einer ganz... Auch wenn... Ach ja? Welche? Man erzählte mir von einem... Amerzon. Es tut mir aufrichtig leid, liebes Kind, aber man kann schließlich nicht alles... Vielen Dank. Er sagt, schau in der Bibliothek nach. Aber wir waren in der Bibliothek. Da haben wir nur den Pilz... Ich muss jetzt gehen. Den Pilz gefunden. Hier. Aber das kann ich ihm auch nicht zeigen. Was möchten Sie? Habe ich was ausgelassen in der Bibliothek? Hätten Sie Lust, Hans vorab? Nee, das ist das Sie Gleiche. sagten vorhin etwas von einer. Entschuldigen Sie bitte. Ihre Ungeduld erf. Ich muss jetzt. Nee. Und das Mammutding darf ich auch nicht mitnehmen, ne? Das brauche ich. Okay. Raus hier. Ich gehe noch mal in die Bibliothek, weil er gesagt hat, das Buch müsste in der Bibliothek sein. Das heißt, mir fehlt ein Buch. Ein Buch über die Vögel. Wo war die Bibliothek? Die war, oh, warte mal. Hier war abgeschlossen. Oben war Vorlesungssaal, also muss das ja hier irgendwo gewesen sein, ne? Gut, jetzt nochmal. Das wievielte Mal auch immer. Können wir den Typen... Nee, ging nicht, ne? Vielleicht ist sie ja da oben. Vielleicht müssen wir mit dem Typen irgendwie was... ihn da wegbekommen. Guten Tag. Psst, entschuldigen Sie, was das geht, Prof. Würden? Nee, der will nicht, dass wir mit ihm reden. Einmal hier entlang. Weil da lang geht's auch nicht. Was ist das hier? Da geht sie komplett runter, ne? Oder? Oh, was ist das? War das schon vorher hier? Was ist das? Endlich, endlich. Da haben wir es, ein Buch über die Vögel. Amazonischer roter Kuckuck. Cuculus rosso. Cuculus canus canorus zählt zu den farbenfrohsten Vögeln der amazonischen Wälder. Das Gefieder des Männchens ist von einem leuchtenden Zinnoberrot, das Weibchen weist ein dezenteres Fuchsrot auf. Lebensraum und Nahrung. Der rote Kuckuck ist in den entlegenen, bewaldeten Regionen Amazonas heimisch. Man findet ihn vor allem im Kronendach des äquatorialen Regenwalds, wo er ein verstecktes Leben führt. Man kann ihn jedoch auch unter hervorragenden Bedingungen beobachten, wenn der Vogel die Gipfel verlässt, auf der Suche nach den Früchten des Waldsauvignon, eine Art wilder Wein, der in dieser Region wächst. Tatsächlich sind es diese kleinen Büsche, die unserem Kuckuck das Gras seiner Nahrung liefert. Aha, saftige Trauben, die er besonders liebt, mit denen er sich regelrecht vollstopft, sodass er am Ende alle Anzeichen der Trunkenheit aufweist. Er ist dann eine leichte Beute für alle Raubtiere, die im Regenwald heimisch sind. Fressen und gefressen werden, so lautet das ewige Gesetz der Natur. Fortpflanzung. Wie alle anderen Kuckucksarten vertraut auch der amazonische rote Kuckuck die Aufzucht seiner Jungen anderen Vögeln an. Ein Parasitentum, das es der Art ermöglicht, sich zahlreich und ohne große Anstrengungen fortzupflanzen. Wow. Das Weibchen des Kuckucks inspiziert sein Territorium auf im Bau befindliche Nester. Um sein Ei zu legen, wartet es, bis die rechtmäßigen Besitzer des Nests außer Haus sind. Meistens geschieht dies am Nachmittag, während die zukünftigen Stiefeltern ihre Eier
eher im Morgengrauen legen. Nachdem er sein Ei in das Nest seiner Wahl gelegt hat, nimmt es eines der bereits vorhandenen Eier hinaus, also wirft es sie hinaus, um es in einiger Entfernung zu zerstören oder zu fressen. Der Kuckuck schlüpft im Allgemeinen vor seinen Stiefgeschwistern, von denen er sich ganz instinktiv und umgehend befreit. Der junge Kuckuck wächst schnell, sodass die Stiefeltern manchmal gezwungen sind, sich auf dessen Rücken zu setzen, um seinen hungrigen Schnabel zu füllen. Die Eier des Kuckucks unterscheiden sich zwar ganz eindeutig von den kleinen Eiern seiner Stiefeltern, machen aber einen Mimetismusprozess durch, der zwar nicht perfekt ist, aber ausreichend, damit die Eier von anderen Arten angenommen werden. Zukunft. Der unbändige Appetit des Kuckucks auf die Trauben dürfte für ihn mittelfristig verhängnisvoll werden. Seit Beginn dieses Jahrhunderts wurde die Population des roten Kuckucks durch europäische Siedler, die den Weinanbau in den amazonischen Schwemmlandebenen einführten, stark dezimiert. Als der Kuckuck sich als unverbesserlicher Erntedieb herausstellte, begannen sie ihm einen erbarmungslosen Kampf zu liefern. Es ist zu befürchten, dass der Kuckuck unterliegen wird. Der rote Kuckuck pflanzt sich in der Gefangenschaft relativ problemlos fort. So ist auch der Stolz der ornithologischen Sammlung der Universität von Barockstadt. Allerdings mussten die Wissenschaftler beobachten, dass diese Art in ihrer angemessenen Lebensbedingungen Tendenz hat, sich auszubreiten, und zwar auf Kosten anderer seltener Arten. Die Verantwortlichen der Voliere von Barockstadt haben daher eine Politik der Geburtenkontrolle eingeführt, um die Unvollkommenheit einer künstlich nachgebildeten Natur so gut es geht auszugleichen. Der Wald-Sauvignon. Der Wald-Sauvignon ist heute in der Natur selten geworden. Eine schlimme Reblausplage wurde dieser Art zum Verhängnis. Allerdings ist es in Europa der botanischen Abteilung der Universität Barockstadt gelungen, diese Pflanze zu kultivieren und zu einem wesentlichen Beitrag zu deren Erhalt zu leisten. Hä? Aber wir haben hier keine Trauben gesehen. Das ist ja interessant. Oh, neue Option hat sich eröffnet. Das ist ja interessant. Lass mich gucken, welche Option. Sauvignon, wir können jetzt danach fragen, nach dem Wein. Oder den Weintrauben, besser gesagt. Dem Wein, sage ich schon, den Weintrauben. Aha, wir kommen voran. Das hat uns also gefehlt. Fragen wir jetzt einmal bei den Rekruten nach, weil das hat bestimmt mit den Vögeln zu tun, weil wenn wir den Wein finden, können wir was mit den Vögeln machen. Ich überlege nur, war das jetzt wieder hier? Ja, ne? Und wenn wir die Vögel haben, finden wir vielleicht ein goldenes Ei. Hoffe ich zumindest. Das wir für die Maschine brauchen. Warte mal. Achso, ich kann die ja direkt ansprechen, ne? Mein Anklage und auch die. So, wir fragen genau. Können Sie mir sagen, ob es hier in Barockstadt Wald-Sauvignon gibt? Aber ja. Überhaupt nicht. Er wollte sagen, überhaupt nicht. Hä? Was wir sagen wollen, ist, dass wir ganz genau wissen, dass es hier in Barockstadt keinen Wald-Sauvignon gibt. Was? Ach, wirklich? Sind Sie sich da sicher? Ich habe nämlich in einem Buch gelesen, dass es davon ein paar Sträucher in Barockstadt gibt. Ich hätte große Lust, ein wenig danach zu suchen. Das kommt gar nicht in Frage, junge Frau. Der Herr Vizerektor will sagen, dass es uns wichtiger erscheint, dass Sie Ihre Lokomotive aus dem Bahnhof entfernen. Ihre Nachforschungen können Sie auch bei Ihrem nächsten Halt anstellen. So ist es. Ihre Lokomotive muss den Bahnhof von Barockstadt umgehend verlassen. Sie haben keine Zeit, mit unnützen Nachforschungen zu verlieren. Die Vorschrift. Vergessen Sie nicht die Vorschrift, junge Frau. Ein Zug muss anhalten und weiterfahren. Okay, das ist ja interessant. Wir reden schon. Wir sind nicht. Okay, dann schauen wir einmal, ob wir jemand anderen danach fragen können. Aber die haben sich voll verdächtig gezeigt, ne? So nach dem Motto, nein, das gibt es nicht. Aber der andere hat gesagt, ja. Also ist das hier ein Geheimnis, ne? Das wir gerade entdecken. Können wir den Forscher danach fragen? Wir gehen erstmal, wenn wir schon eh hier sind. War das in diese Richtung? Fragen wir den Forscher zuerst und dann gehen wir wieder zu dem anderen Typen. Das Labor war doch hier, ne? Ich werde das noch lernen. Ja. So.
Und einmal ansprechen. Was möchten Sie denn wissen, liebes Kind? Wald Sauvignon aus Amazone. Sagt Ihnen das etwas? Lassen Sie mich nachdenken. Sauvignon. Es dürfte sich um ein tropisches Baumgewächs handeln, oder? Der klingt verdächtig. In der Tat. Ein seltener Strauch mit kleinen, saftigen Früchten. In einem Buch über Amazone habe ich gelesen, dass es hier in Barockstadt ein paar dieser Gewächse gibt. Wissen Sie, wo genau? Amazonische Sauvignon-Sträucher hier? Oh, nein, das ist es, glaube ich nicht. Das erscheint mir unwahrscheinlich. Aber fragen Sie am besten den Bahnhofsvorsteher. Er kümmert sich um das Gewächshaus unserer Universität. Er wird Ihnen weiterhelfen können. Okay, dann müssen wir... Das werde ich tun. Danke. Dann müssen wir auf jeden Fall, wo wir als nächstes hin müssen. Ich muss jetzt gehen. Wie bitte? Aber nein, ganz und gar nicht, liebes Kind. Laufen wir los. Also wenn wir schon so einen direkten Hinweis bekommen, dass wir da hin müssen, dann laufen wir da natürlich direkt hin. Wobei ich mir immer noch keinen Reim draus machen kann. Leute, ich habe hier so komische Sachen in meinem Inventar, wo ich keinen blassen Schimmer habe, was ich damit machen soll. Und ständig habe ich hier irgendwas Neues, jetzt mit diesem komischen mit diesem Weintrauben, wo ich auch nicht weiß, wo das Ganze hinführt, was ich damit machen muss. Also ich denke schon, dass ich das für die Vögel brauche. Aber so genau weiß ich auch nicht, was ich mit den Vögeln machen muss. Das ist alles hier irgendwie verwebt, aber auch gleichzeitig, ja, alles so weit auseinander. So, wo war der Typ nochmal? Der Bahnhofsvorsteher? Ich vergesse das immer. War der hier? Oh, ist sie langsam. So. War das unten? Ich gehe da mal kurz lang. Weil ich nicht mehr weiß, ob das hier oder auf der anderen Seite war. Aber ich glaube, das war hier, ne? Ja, genau. Dann sprechen wir ihn mal an. Entschuldigen Sie, was kann... Wo kann ich hier Wald-Sauvignon-Sträucher finden, bitte? Naja, sowas gibt's hier nicht. Ich weiß nicht mal, worum es sich handelt. Suchen Sie doch in Amazon. Aha. Es ist doch erstaunlich, dass jemand, der diese Pflanze nicht kennt, weiß, dass sie aus diesem entfernten, mysteriösen Land stammt. Amazone, Peru, Papuasien. Für mich ist das alles das Gleiche. Entschuldigen Sie mich, ich habe zu tun. Hä? Oha, der läuft halt. Halt, warten Sie doch. Der gute Mann scheint ein Problem zu haben. Aha. Wir laufen natürlich hinterher, ne? Hier war sonst nichts, ne? Ja. Nur die Frage ist, wo ist er jetzt hin? Meine Frage wäre auch, wo könnte das Gewächshaus sein? Okay, war das schon immer so? Ich weiß es nicht. Das ist hier. Da waren die Vögel. Mit denen konnte ich nichts machen, ne? Konnte nichts bei denen anwenden. Wo ist der Typ jetzt hin? Junge. Vielleicht hier, weil hier ist es so grün. Kann das sein? Es könnte doch sein, dass er jetzt hier hingegangen ist, oder? Ich muss ihn jetzt auf jeden Fall suchen. Das habe ich verstanden. Und hier sieht es verdächtig nach Pflanzen aus. Vielleicht ist er jetzt hier. Hier kann ich doch nicht lang. Okay, aber ich gehe sehr stark davon aus, dass da sieht das ja schon nach irgendwelchen Gewächsen aus. Bestimmt ist hier das Gewächshaus. Aber wir müssen erstmal dann den Typen finden, wo der hingelaufen ist. Hier ist nicht, da kann es auch nicht sein. Wieder hier hoch. Er kann ja noch nicht weit gekommen sein, oder ist er jetzt in die Stadt gegangen? Warum ist das nicht so wie mit Momo, wo er auf mich wenigstens gewartet hat?
Der schicke Zug wieder. Hier ging es hier zur Mauer. Leute, ich habe keinen Überblick mehr. Ja, hier ging es zur Mauer. Ich schaue noch mal zur Sicherheit dort nach. Vielleicht finde ich da noch was. Aber vielleicht ist der Typ hier auch dort. Ich weiß es nicht. Aber hier scheint auch nichts zu sein, ne? Aber man muss ja hier irgendwie einen Grund haben, warum man hier hinkommen kann. Ah, hier kann man nichts anwenden, ne? Haken auch nicht. Nee. Nix, gar nichts. Okay, zurück. So, wo habe ich noch nicht geschaut? Nur wenn man hier rauskommt. Vor der Barockstadt ging es ja auch noch runter. Vielleicht da? Wo war eigentlich dieser Schleusenschalter? Vielleicht ist er ja auch da. Ich verliere hier immer so schnell den Überblick. So, da hoch. Ist hier hinter. War das auf der anderen Seite der Schleusenschalter? Ich überlege gerade. Lass doch mal ausprobieren. Wir gehen kurz auf die andere Seite. Sie geht immer so vorsichtig da hoch, als ob sie dort ausrutschen könnte. Ne, hier waren ja die Vögel. Nee. Da kann ich... Oh, warte mal. Ach so, nee. Ich kann nur den Haken nehmen. Zurück. Bahnhofsvorsteher, wohin bist du geflüchtet? Kann ich eigentlich runter? Nee. So, und dann gehen wir jetzt hier entlang. Oh, da ist er ja. Hallo, entschuldigen Sie bitte, aber ich bräuchte noch einmal Ihre Hilfe. Sehen Sie denn nicht, dass ich zu tun habe? Ja, sieht sehr beschäftigt aus. Das habe ich aber, viel zu tun. Aber nun gut, ich denke, ich kann Ihnen kurz zuhören. Fragen wir nochmal. Ich suche nach einer Art kleiner, samtiger Beere. Wo kann ich diese finden? Hier im Bahnhof gibt es keinen Sauvignon und schon gar keinen Waldsauvignon. So. Ich hatte diesen Namen zwar nicht verwendet, aber genau danach suche ich. Ah, Sauvignon, Himbeere, Johannisbeere, das ist doch alles das Gleiche. Gibt's hier nicht. Dabei habe ich gerade ein interessantes Buch gelesen, in dem steht, dass diese seltenen Trauben hier in der Voliere der berühmten Universität Barockstadt kultiviert werden. Ah, wenn das in einem Buch steht. Aber auch Bücher können sich irren. Zu merkwürdig, aber ich habe das Gefühl, Sie lügen. Nee, keineswegs. Ich weiß nicht, wo man diese verfluchten Trauben finden kann. Fragen Sie doch den Professor Pons, den Paläontologen da. Aber Sie sind doch der Hüter dieses Bahnhofs. Ja. Sie müssten es besser wissen als jeder andere. Ich weiß nichts. Gar nichts. Fragen Sie den Paläontologen. Wer war denn nochmal Professor Pons? Ich werde Sie nicht länger belästigen, Herr Bahnhofsvorsteher. Willkommen in Barockstadt, mein Fräulein. Professor Pons. Okay, Leute. Ich überlege gerade, soll ich Professor... Ich gehe jetzt Professor Pons suchen. Ich habe zuerst gedacht, ich mache jetzt hier erstmal einen Cut. Erstmal Schluss. Aber ich will es jetzt einfach wissen, warum die so ein großes Geheimnis um diese Beeren machen, Mann. Das sind nur ein paar Weintrauben. Das ist doch keine große Sache. Ich gehe jetzt Professor Pons suchen. War das eigentlich der Professor im Labor oder war das ein anderer? Ich habe nie auf seinen Namen geachtet. Ich laufe erstmal zum Labor. Wenn er das nicht ist, dann ja, weiß ich es auch nicht, weil ich habe irgendwie hier noch keinen anderen Professor getroffen, ne?
Das sind nur diese Rekruten. Und in der Bibliothek sind ein paar Leute, aber ich glaube, keiner von denen ist ein Professor. Das ist schwierig. So, gehen wir jetzt hier hin. War das rechts? Ja, ne?